Ja, vielleicht einfach noch kurz den Hintergrund, warum diese Session, die wahrscheinlich so ein bisschen jetzt die kleinste Session ist hier. Am letzten Open Access Tag war das so ein der Outcome, dass man eigentlich sagt, ja, es gibt eigentlich ganz viele Journals, die von Gesellschaften getragen werden. Und dort sind alles Wissenschaftler dabei. Und warum sind die dann immer dafür, dass man teilweise Closed Access publiziert? Oder was kann man da machen für diese Gesellschaft? Und das war ein bisschen das Thema, das wir in dieser Session aufgreifen möchten. Und haben da auf die Medizin fokussiert und haben jetzt da ein paar Redner, die hoffentlich uns ein bisschen erklären, wie das funktioniert, als Gesellschaft, und uns vielleicht auch aus Sicht von Bibliothekaren oder Funders aufzuklären, was man da vielleicht noch braucht für Hilfe und so weiter.